Hey ho Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gehen wir ausreiten und zwar um 3 Uhr nachts. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß! I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. So, wir gehen heute mit Fastero ausreiten und es ist kurz vor 3, ungefähr 10 vor, und ich habe 10 Minuten Zeit, ihn zu putzen und zu satteln. Und ja, als erstes holen wir ihn erstmal aus der Box. So, dann gehen wir mal zum Platz. Ich war mit Fast Hero noch nicht so oft ausreiten, aber ich denke, er wird das gut machen, weil er eigentlich ein sehr geländesicheres Pferd ist und gerne sich verstrickt ausreitet. So, als erstes putzen wir mal. Dann gehen wir in die Hufe. Und da Fastero schon getrunken und gefressen in der Box hat, hole ich jetzt einfach mal schnell sein Zeug. So, hier. Sattel. Und da hat er schon drauf. Erst die Schabracke, meine Sattel und ich bandagiere noch. So, wir gehen dann mal raus. Wir reiten als erstes mal dann nach Silverglade, um zum Uhrenturm, dass ich euch zeigen kann, dass es wirklich 3 Uhr nachts jetzt ist. So. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr dunkel. Es ist keiner mehr online. Und es ist schon wirklich ziemlich creepy hier. So alleine. Aber ja, es wird schon nichts schief gehen. So, da oben seht ihr es jetzt am Uhrenturm. Es ist jetzt gleich 3 Uhr nachts. Und also der Uhrenturm geht eine Minute vor, glaube ich, oder nach, ist egal, auf jeden Fall ist es gleich 3 Uhr nachts und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Ausreiten. Also ich habe mir jetzt gedacht, dass wir vielleicht erstmal nach Epona reiten und dort gibt es ja diese 4 Pferdestatuen, wovon es ja eigentlich mal 5 gab, aber eine ist ja kaputt. Und ich dachte mir, wenn es jetzt schon so spät ist, dann können wir ja eh mal an einen Ort reiten, wo es ziemlich creepy ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, reiten wir da jetzt erstmal hin. Ich werde nicht den ganzen Weg filmen, weil das ziemlich lang ist, aber ich werde stellenweise filmen. Also das Schloss sieht schon ziemlich creepy aus, so im Dunkeln. Ich glaube, ich würde mich da jetzt nicht immer reintrauen. Wer weiß, was da jetzt so für Geister rumgehen um 3 Uhr nachts. Ein Schlosskeller. Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ich nochmal so ein 3 Uhr nachts Video hochladen soll. Vielleicht gefällt euch das ja, wie ich mich hier so abgrusel. Und Leute, wenn ihr in meiner Verfassung wärt und das jetzt hier machen müsstet, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das alles so schaffen würdet. Also das ist schon ziemlich schwer für mich, jetzt hier nicht auszuflippen, aber ich habe ja fast Hero mit und der ist ja lieb und der beschützt mich und ja. So, ich trabe jetzt hier auf der Holzbrücke nach zum Gasthaus und 3 Uhr nachts sollen ja immer gruselige Sachen passieren, also ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie die Brücke einstürzt oder so oder fast hier wo einbricht. Also
Er ist ja nicht so schwer wie jetzt Diamond Beauty oder so. Aber ich hoffe jetzt trotzdem nicht, dass hier jetzt irgendwie was passiert. Also wir sind dann jetzt auch in der Erntefeldprovinz gleich und dann sind wir auch gleich da. Oh, ich stehe jetzt hier an der Kreuzung und ich reite jetzt mal hier hoch. Also mir ist gerade schon was mega creepy passiert. Es ist einfach so eine... Ich weiß nicht, was das war. Es sah aus wie so ein Geist. So eine Reiterin in weißem Kleid, weiße Haut, weiße Haare, komplett weiß geschminkt und die ist mit einer weißen Trense und einem weißen Sattel und einer weißen Schabracke auf einem weißen Araber geritten. Also wir sind jetzt gleich da. Hier ist jetzt... Hier müsste das jetzt sein. Okay. Ja. Mein Gott. Mein Gott, es wird direkt noch neblig hier. Oh mein Gott, das ist so... Oh mein Gott, das ist creepy. Oh, hört ihr das? Diese Geräusche. Oh Gott. So Angst. Ich hab so Angst, dass hier gleich irgendwas passiert. Aber ihr glaubt nicht, wie sehr Angst ich gerade habe. Das ist irgendwie total creepy. Okay, hier sind wir. Hier sind die Statuen. Oh Gott, das ist so neblig, ich kann hinten gar nicht sehen. Oh Gott, die sehen so cool aus. Und das ist so... Das ist so gruselig. Oh mein Gott, seht ihr, wie die leuchten, ne? Oh mein Gott, Leute, die haben noch nie geleuchtet. Oh mein Gott. Leute... Die haben... noch nie geleuchtet irgendwo. Was ist das? Seht ihr das hier? Hier, das leuchtet. Das leuchtet lila. Pandorisch lila. Oh mein Gott, Leute. Das ist nichts für meine Nerven. Oh Leute, ich habe so Angst, dass jetzt gleich was passiert. Ich gucke jetzt nach hier hinter und ich glaube, dann breche ich ab. Oh Gott, das ist so creepy, dass das jetzt hier so alles leuchtet. Wieso leuchtet das? Oh Gott, ich habe so Angst. Oh mein Gott. Leute, seht ihr das? Das ist einfach unser Schatten. Aber das ist kein Schatten von dem Podest, wo wir draufstehen. Leute, seht ihr das? Seht ihr das auch oder bin ich komplett durch den Wind hier gerade? Seht ihr das auch? Da unten, den Schatten? Oh mein Gott. Also ich glaube, ich reite jetzt nicht nach Hause und wir reiten langsam zweites Mal hin. Das ist... Meine Nerven machen das nicht mit. Also, wir sehen uns, wenn ich wieder im Stall bin. Also, ich bin jetzt wieder im Stall angekommen und... Das ist schon echt mega creepy. Fasio steht wieder hinter mir und frisst und... Warte mal. Leute, was steht auf meine Stallhilfe? Was macht die da? Okay. 3 Uhr nachts hat die hier doch gar nicht so... Sarah? Was machst du hier? Sarah?